Zum Schluss eine Hymne auf die Provinz. In unserem Fall ist das Quakenbrück, nordwestliches Niedersachsen, 12.697 Einwohner, Attraktionen bisher, zwei alte Wassermühlen und die gotische Kirche St. Silvester. Ansonsten einer dieser westdeutschen Landstriche mit beinahe ostdeutschen Sorgen, 14% Arbeitslosigkeit. Und nun das sportliche Sommermärchen 2007, Quakenbrück, genauer gesagt die Artland Dragons Quakenbrück, können in diesen Tagen deutscher Basketballmeister werden. Nicht Berlin, nicht Köln, die haben sie alle geschlagen. Aber seien wir nicht zu romantisch, da spielen nicht Bauernsöhne nach Feierabend. Man hat schon ein paar US-Profis in die Fachwerkidylle gelockt. Es ist ein kleines Städtchen in dünn besiedelten Niedersachsen, direkt am Flüsschen Hase gelegen. Doch Frosch und Hase sagen sich hier keineswegs gute Nacht. Quakenbrück, so groß wie 43 Basketballfelder, hier dreht sich alles nur um eins. Große Männer, viele große Männer und Körbe. Denn der Basketball, die Artland Dragons, sind die Sommermärchenhelden von Quakenbrück. Eine Euphorie, die niemanden verschont, weder die Wahrzeichen der Stadt noch die Quakenbrücker selbst. Wir sind hier natürlich irgendwo alle Basketball verrückt und wir haben den Vorteil, dass wir eben eigentlich Kleinstadt sind. Mit Kühen haben wir hier gar nicht so viel zu tun, aber wir haben eben die unmittelbare Nähe zu den Spielern und das ist klasse. Nach dem Training haben sie hier so ein bisschen Outside, nehmen ihr Sandwich zu sich, gut, haben ein bisschen Kontakt mit den Quakenbrückern selbst und ich denke mal, hier in Quakenbrück sind die Jungs noch zum Anfassen. Die Dragons zum Anfassen, das braucht Platz. Der Balkon vor dem Rathaus viel zu klein. Immerhin muss er mindestens 1.100 Kilo Basketballer tragen. Und groß sind die 12 Dragons auch noch. Da muss eine Sonderkonstruktion her. Also so viele Leute passen auf den kleinen Balkon ja auch nicht drauf. Und was muss man da jetzt beachten? Das sind ja große Jungs, oder? Ja, das Geländer haben wir ein bisschen höher gemacht, damit die Jungs nicht runterfallen. Gar nicht fallen, sondern aufsteigen und gewinnen. Das ist der Traum von Quakenbrück. Wir möchten aber unserem Team auf jeden Fall einen Empfang bieten, egal ob sie als Vizemeister oder als Meister hier hinkommen. Sie haben es sich verdient und wir bauen hier an unserem Rathausbalkon und wir werden hier einen riesigen Empfang für unsere Dragons bieten. Das unbekannte Quakenbrück, ein Entenhausen. Bis dann jemand kam, wie Dagobert, und viel Geld investierte. Aus der Mannschaft mit dem Kuhstall-Image wurde ein Spitzenverein. Und jetzt fiebern alle mit. Alle Quakenbrücker haben eine Karte für die nächsten Spiele. Naja, fast alle. Auswärts darf ich nicht mit. Warum? Anscheinend bringe ich Unglück, ich weiß es nicht. Ein bisschen Aberglaube gehört wohl auch dazu. Und der Nachwuchs spielt schon mal alles Unglück weg. Denn er weiß, morgen wird es heiß. So oder so. Ich weiß gar nicht, dürfen wir sagen, wir drücken Quakenbrück die Daumen oder müssen wir da objektiv bleiben? Ich glaube, wenn man sich auf die Seite des Underdog stellt, geht das immer. Und außerdem sind wir keine Sportmoderatoren. Also okay, Daumen also drücken geht. Wir sind dafür, dass das klappt mit dem Titel. Abenteuer Wissen gleich nach uns können wir noch empfehlen. Da geht es heute um Risiken für unser Trinkwasser. Und in dieser zweitkürzesten Nacht des Jahres schaffen Sie es sicher auch bis 0:20 Uhr wach zu bleiben. Dann gibt es nochmal Nachrichten in heute Nacht. Auf Wiedersehen.